Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WWE 2K22 My Rise. Ja, es ist mal wieder soweit, 12 Uhr, Zeit für eine neue Folge. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann lasst dem Kanal auch gerne mal ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten unten in der Videobeschreibung meine Social Media Accounts abchecken: Twitter, Instagram, Twitch, alles dabei. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn mich da auch ein bisschen supporten würdet. Ja, gestern die Storyline abgeschlossen mit Cameron Grimes und Jeff Hardy. War dann doch eine etwas längere Folge. Der eine oder andere wird sich bestimmt darüber gefreut haben. Ja, was ist mir so bewusst geworden eigentlich? Wir gestern hier schon mal reingucken, den Story-Fortschritt, wenn wir sehen, wie viele Aufgaben hier einfach sind, könnt ihr von ausgehen, dass dieses Projekt noch einige Zeit dauern wird. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hier haben wir noch ein paar Aufgaben, wo wir auf jeden Fall Heal für sein müssen. Und deswegen werden wir jetzt auch noch keinen Turn machen, keinen Face-Turn, auch wenn er eigentlich Sinn machen würde nach dieser Storyline mit Jeff Hardy und Cameron Grimes. Aber wie gesagt, ich will die Aufgaben hier machen, wenn ihr ein bisschen vorankommt. Ich will euch ja Content, ich will euch verschiedene Sachen zeigen, nicht, dass wir uns hier immer im Kreis drehen. Haben wir das bei Social Media? Nein. So, dann gucken wir mal hier. Wo ist denn das mit Keith Lee? Wir machen auf jeden Fall heute diese Keith Lee-Sache. Da ist sie. So, da, genau. Okay, also, mein Kampf um die NXT Championship ist nicht so gelaufen, wie ich gehofft habe. Ich sollte mich ärgern, aber so wird man stärker. Keine Grenzen bezieht sich wohl auf die Anzahl der Chancen, die du schon hattest, um es zu WWE zu schaffen, oder die Zahl der Titelkämpfe, die dir dein Kumpel Real King Regal ständig verschafft. Ich wusste nicht, was ich als nächstes tun werde, aber jetzt habe ich mich entschieden. Ich werde die Leiter wieder ganz nach oben steigen, indem ich an dir ein Exempel statuiere. Läuft, oder? Ja, in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir mal, wie das gegen Keith Lee wird. Ich bin keine Spross auf deiner Leiter, aber wenn du noch weiter fallen willst, kannst du das gerne haben. Freut mich, dass wir das klären konnten. Sehen wir uns diese Woche im Ring. Das ist schon ein Match für mich geplant. Ne, da ist schon ein Match für mich geplant, aber um dir die wahre Bedeutung von Limitless zu zeigen, gewinne ich das zuerst und schlage dich dann unmittelbar danach. Und darauf antwortet Keith Lee: Mir soll's recht sein, ich möchte danach nur keine Ausreden hören. Und von Joey Samuels kommt Dito. So, Keith Limited Lee, dann gucken wir mal. So, dann sind wir wieder in der NXT Takeover, in der normalen NXT Arena. Das ist halt so ungewohnt, weil die nicht mehr so bunt ist. So, Joey Samuels. Hat nur nicht das Logo geändert. Überspringen wir mal, den Entrance kennen wir mittlerweile so gut, da habe ich nichts mehr dran geändert. Übrigens wurde ich den oh nein, den hatten wir doch schon, Mann. Warum denn schon wieder? Immer so diese gleichen Nebengegner, das ist was, das mich echt ein bisschen stört hier im Modus. Gut, Aja, Swerve, Scott. Gehen wir doch mal weiter. Und squashen wir den mal weg, hoffentlich. NXT, NXT. So, was ich eben sagen wollte, ich wurde in den Kommentaren gefragt, ob ich Joey Samuels in die Community Creations hochgeladen habe. Habe ich nicht gemacht, weil man kann ja leider nicht mehr den Charakter hier exportieren, dass man den auch im Singleplayer-Modus spielen kann. Warum das so ist, absolut keine Ahnung. Und, ja, ich kam halt noch nicht dazu, oder hatte auch noch nicht so wirklich die Lust dazu, Joey Samuels zu erstellen. Und deswegen gibt's den leider noch nicht. Ich bin aktuell sogar überlegen, ob Joey Samuels überhaupt mein Evo-Verse-Charakter wird. Weil eigentlich habe ich sowas Cooles anderes vor. Und da würde, also wenn es dann so ein Langziel wäre, das könnte ich mit so einem Samuels halt nicht machen. So, schöner Spinebuster. Wenn er da schon da liegt, dann gehen wir direkt mal aufs Bein. Du bleibst da liegen. Wenn du schon hier bist, gehen wir direkt mal auf deinen Arm. Das kontert er. Boah, das sah nice aus. Was eine Schelle. So, jetzt will ich mal gucken, dass wir ihn eventuell... Oh shit.
in den benommenen Status reinbekommen. Ich habe eine Platz. Wie um alles in der Welt kann ich eine Platzwunde bekommen, wenn einer so einen Moonsault einfach nur da zeigt? Der nicht mal auf den Kopf geht, Alter. Was war stark? Outside steht direkt wieder auf. Ach, come on, ey. Ah, jetzt ist er gut drauf, der. Der Isaac. Ich nenne ihn Isaac. Gib mir deinen Finisher. Wir haben Pläne hier. Da wieder der Neckbreaker. Boah, ist er mir richtig reingelaufen. Boah, komm, steh auf. Nee, eigentlich wollte ich jetzt noch gar keinen Signature so zeigen. Ich will mal ein bisschen bearbeiten. Der liegt mir zu viel auf dem Boden, Mann, das nervt. So. Konter dann mal wieder. Oh, jetzt kommt sein Finisher, oder? Alter, einfach mal. Voll verschissen gerade. So, da haben wir ihn gekontert. So, jetzt gucken wir mal. Ob wir ihn jetzt ein bisschen mit dem benommenen Status reinbekommen. Ah, da kommt er schon wieder. Junge! Er trifft natürlich wieder. Und wir nehmen ihm wieder den Finisher ab. Okay, jetzt haben wir ordentlich was. Jetzt haben wir gleich drei Finisher, wenn wir wollen. Nein, er nimmt mein Signature weg. Jetzt habe ich gleich einen benommenen. So, Cameron Grimes hätte das jetzt wahrscheinlich wieder gekontert. So, gucken wir, ob Dark Matter durchgeht. Oh, nee. Ah, stimmt, Dark Matter ist ja gar nicht mehr. Ich soll Vollpfosten. Oh, da fehlt nicht mehr viel! Oh shit, ey! Wenn ich am Anfang nicht die Taste falsch gedrückt hätte, dann hätte er jetzt aufgegeben. Hätte er getappt. Ja, komm. Gucken, ob der Rolling Cutter durchgeht. Ja, sieht gut aus. Und jetzt ist er benommen. Nein! Ich Idiot, ey. Ich dachte, er geht in der Animation anders, verdammt. Na komm, egal. Shit, da geht sein Signature wieder durch. Das haben wir gekontert. Buongiorno, Junge. So, komm mal ein bisschen hier in die Mitte. So, das sah jetzt von der Animation ein bisschen zu träge aus, aber. So, nochmal der Leg Drop, bisschen zur Vorbereitung. So, jetzt nochmal der Rolling Cutter. Und jetzt genau in der Mitte. Und das sollte dann jetzt hoffentlich die Entscheidung sein. Ja, natürlich, er kommt raus. Willst du mich komplett verarschen? Ich muss noch ein bisschen weiter. Wir haben eh ja schon ein Signature. Oh, Frog Splash geht schief. Mann, mein Bulldog geht auch schief.
Immer mit seinem DDT, Mann. Oh, jetzt wird's doch ein knappes Ding gefühlt. Oh, bitte geh durch. Er geht durch, Gott sei Dank. Sag mal, wo zieht der denn hin? Ist der doof? Und jetzt soll es doch hoffentlich dann die Entscheidung sein. Jo, easy Ding. Da hat er nicht mal einen zweiten Versuch bekommen, dass ich eine andere Taste drücken musste. Mein erster Aufgabesieg. Ich bin begeistert. Oh, eine Promo. Before I get to my next match against Keith Lee, I have a few things I'd like to discuss. Okay. Hang on a second. Hold on a second. My thoughts real quick. Gather your thoughts or stall before you have to face a rested and motivated Keith Lee. Okay. Where was I? Like any top superstar would, I did my homework on Keith Lee in preparation for tonight's match. Oh yeah. And I learned some very interesting things. See this? This Was man ist das für eine Hipster-Storyline, Mann? Motivational catchphrases, but it's all a bunch of lies. He's never lived up to a single one of them. Like, did you know that Keith Lee stole his parents' car when he was first leaving home to become a wrestler? Eieiei, die Wahrheit über Keith Lee. The true definition of limitless. Speaking of Keith's parents, turns out they didn't even want him to get into wrestling. They wanted him to continue playing football. Das ist ja fürchterlich, dass jemand nicht das tut, was die Eltern wollen. Free education that millions would die for. I doubt any of his coaches or teammates felt like basking in his glory after that. But after reading more and more about Keith Lee's backstory, one thing became clear. This is a pattern. He's always taking the easy way out, finding people who buy into his phony persona and enable him to receive countless opportunities after failing over and over again. Kann sich schon jemand an das alte Promosystem erinnern, wo man die Knöpfe so komisch drücken musste, die Auswahl hatte, was viel zu schnell immer war? Three times before he was bailed out by William Regal, who to this day continues to give him chance after chance when all he does is chance after chance after chance. This pattern really first started with Keith Lee's grandmother, who introduced him to wrestling as a young boy in Texas. While I can't go back and fix the giant mistake she made, I can put an end to it now. So Keith Lee, come on out here so I can expose you for what you really are. A fake, a liar, a failure, and soon to be former WWE superstar. Alter! Ah, Birk hat aber zugeschlagen. Ich glaube, wenn mir Keith Lee so mit der Faust eine überbrezeln würde, wird nie mehr aufstehen. Oh, Shawn Michaels. Keith Lee is as tough mentally as he is physically. I'm not sure that strategy is going to work. Did you not just see what happened? Das gesehen, HBK. Dieser Alter, guck euch dieses Gesicht da an. Samuels. Aber ich glaube, der wurde einfach nur ein bisschen blau geschlagen. Und HBK, großartig. Ich werde nicht zulassen, dass mich Professor Samuels mit seinen Worten und Psychospielen schlägt. Bin besser, bin stärker. Legion, I am limitless. Geistig habe ich dich schon geschlagen, als du die Fassung verloren hast. Übrigens hat sein ungerechtfertigter Angriff kein Nachspiel, King Regal. Ungerechtfertigt würde ich das nicht nennen. Also nein, die Sache wird für Keith Lee kein Nachspiel haben. Genug geredet, tragen wir das Match aus, das wir haben sollten.
Na gut, aber da habe ich deine versuchte... Moment. Na gut, aber da ich deine versuchte schwere Körperverletzung nicht weiterverfolgen werde, bestimme ich, wie der Hase läuft. Soll mir recht sein, sei einfach da und bereit, einen Tritt in den Arsch zu bekommen. Mal wieder. Kämpfen wir im Performance Center. Du weißt schon, da wo du den WWE-Probematches, bei den WWE-Probematches dreimal versagt hast. Mach dich auf einen weiteren Fehlschlag gefasst. Bin begeistert. Oha, wir sind ja schon direkt beim Match drin. Gewinne schmutzig durch einen unfairen Pin. Das kriegen wir hin. Oh, das heißt, die Story geht bestimmt weiter. Wieso konnte ich das nicht machen? War jetzt nicht so, dass der mich so krass bearbeitet hat. Ey! Ich wollte gerade ein Wort sagen, was ich nicht sagen darf. Oh je. Ich habe einfach ihm noch keinen Schaden zugefügt, Mann. Was macht der eigentlich für Omos-Geräusche? Alter, ohne Mist, das merke ich ja jetzt erstmal, wie nervig sind denn bitte diese Geräusche von den Wrestlern. Wow. Ey, wie früher in so Cartoon, ey, so wie Ghostbusters, Mann. Wow. Das Biercat. Wow. Ey. Lass das. Sag mal, was ist denn hier los, ey? Der zerstört mich aber mal vollends. 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 Ja, ist ja gut, jetzt beruhig dich, Biercat. Uah. Ah. Ich kann das nicht ernst nehmen, sorry. Uah. So, jetzt aber. So, Booyaka. Können wir auch. So, was ist ein Schwachpunkt von so einem Riesen? Ich würde sagen, die Beine. Uah. Isolating the foot. Oh my goodness. Jam your leg in a bad way. Debilitating attack on the leg. Sorry. Oh, orange. Oha, ja, ist klar. Surprising to see Lee get knocked around like this. Caught the leg. Fall away slam. Oh boy, he's stalking him, watching for an opening. Uh-oh. Rolling cutter. Ouch. Good night, Keith Lee. Wir müssen mal gucken, weil ich glaube nicht, dass das schon ausreicht hier jetzt. Wie geht denn der unfaire Pin, Mann? Ah, ich glaube, da brauche ich so einen blauen Balken, oder? Okay, da müssen wir hier sowieso. And he continues to mount on the pressure. We are looking at an unyielding attack. High risk. Bevor ich so ein Wrestling-Spiel auf dem Gameboy spiele. He just barely dodges. Da haben wir jetzt müssen wir bestimmt einen unfairen Pin haben, oder? Hallo. Slips out of the way. Shit. And it's turned around on Lee. Hoist it up for the stun gun neckbreaker. And now he's giving you all another chance to simply take it all in. Ich kann eigentlich noch mal ein bisschen wieder aufs Bein gehen. Bis es rot wird. Hallo. Ey, ich hab gedrückt. Nein!
Keith Lee looking to finish this. Round zero. Nein, ich bin benommen. Komm ich doch so raus. Widerstand für. That was inches away from 3 millimeters. And guys, Lee is astonished right now. What more does he need to do? Uh-oh, what a counter. Bulldog. Wieso kann man nicht mehr hier? Lee avoids the attack. Ach Mann, ey, diese Animation dauert viel zu lange, ey, viel zu lange. Oh, nochmal der Rolling Cutter. Rolling Cutter. Ouch. That's a match-winning move, guys. Wie geht denn ein unfairer Pin, Alter? Wenn Keith Lee nahe den Seilen am Boden liegt, stelle dich neben seinen Kopf und oder seine Füße und halte R, T und drücke. Okay. Ist doch in der Nähe der Seil, oder? Soll gleich mal ausprobieren. Bulldog brings them down. So. So, was? RT und L und das, okay. That should do it right there. I questioned okay, das war's nicht. Bit of that decision, Cole. It looked to me like he had him. Big forearm. Thunderous club comes down. Very effective. Oh, what a close. Ah, hier. Here's a cover. Ja, kriegt der Ref nicht mit, oder? Ich glaube auch, der Ref kriegt das nicht mit. Oh shit. Hör auf damit. Das ist sowas wie ein Comeback oder was? Ah, alles klar. Nein! Finish, okay, da wären wir anders nicht rausgekommen. Dafür mussten wir jetzt den Finisher verbraten. Da wären wir nicht rausgekommen. You have to wonder how much more can he take. The look on Keith Lee's face told the story. A powerful maneuver met by a more powerful kick out. Treating the torso to yet another. Here we go. Oh, Samuels ist verletzt. Wieso ist Keith Lee nicht verletzt? So, komm, dann müssen wir jetzt halt mal hier zu anderen Geschützen greifen. Nein! Verflixt. Hey, ich hab wieder einen Finisher. Great counter by Lee. Einfach Lee. Lutsch. Man, what a hit. Ist ja gut, beruhig dich. Den konnte ich. Oha. Okay, den könnte ich vielleicht nicht kontern. Oh, doch, tun wir. Schade, der hätte schon Finisher draus machen sollen, nicht Kartoffel. Ach Mann. Oha. Wer flickst? Jetzt reicht's langsam hier. So, jetzt aber. Ich muss jetzt Finisher zeigen, sonst habe ich hier gleich verloren. Na, Junge, was machst du? Durch die Ecke. Ja, ist doch gut. Boah, ich Maschine. Ich Maschine. Für diejenigen, die das Ganze zu Hause mitverfolgen, Real Keith Lee ist, wie von mir vorher gesagt, zum vierten Mal in seiner Karriere katastrophal am Performance Center gescheitert. Für diejenigen, die das Ganze zu Hause mitverfolgen, Professor Samuels musste zu dem Trick greifen, mich schon vor Beginn des ersten Matches zu einem Angriff zu provozieren. Dann hat er geschummelt wie eine Eins, um den
Performance, um den Performance Center zu gewinnen? Was? In anderen Worten, ich habe nicht geistig körperlich geschlagen. Jetzt ist es höchste Zeit, dass du das Handtuch wirfst und der Sache den Rücken zukehrst. Das kannst du doch am besten, oder? Ich werfe nicht das Handtuch. Ich werde nicht aufgeben, bis ich gewonnen habe. Das kann ich am besten. Also kämpfen wir nochmal. Du darfst sogar das Match auswählen. Abgemacht. Wahrscheinlich brauchst du noch eine Niederlage, um offiziell am Boden zu sein. Dann kannst du aufgeben. Sag, was du für ein Match willst. Extreme Rules, Submission Match. Submission Match willst du dir eigentlich locker Platz machen. Weil ich glaube, so für den Unterhaltungsfaktor ist Extreme Rules am coolsten. Nehmen wir das. Ich weiß, dass du dich nicht gern an Regeln hältst. Du hast ein Auto gestohlen, weißt du noch? Mit einem Extreme Rules Match tue ich dir einen Gefallen. Ich mache das dann für nächste Woche in WWE NXT offiziell. Und ich zähle auf Real Keith Lee. Okay, Leute, wieder XXL-Folge. Mit Entrance. Gucken wir mal, ob wir den Titel dabei haben. Aber wahrscheinlich eh wieder nicht. Sag ich doch. So, Keith Lee haben wir noch nie gesehen, wie wir zum Ring kommen. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist schon sein neuer Song, oder? Der hat doch früher einen anderen. Beer Cat, Beer Cat. And his opponent from Wichita Falls, Texas, weighing in at 320 pounds, Keith Lee. A truly exceptional athlete, built like a tank, but moves like a fighter jet. Yeah, but once that bell rings, you can expect a thunderous assault. So, heute gab es PS5-Drop, Leute. Und, Mensch, da gehen wir drauf ein. Was hat denn hier jemand geschrieben? Hä? So, lieber Lars Seewald. Vielleicht spielst du lieber den Universe-Modus als Karriere, gerade weil man jetzt auch einzelne Wrestler auswählen kann, sodass man nur ihn spielt. Er gibt dann vielleicht was Besseres, Zusammenhängendes. Aber hier ist ja Story-Modus und mit Sequenzen sowas. Das haben wir im Universe-Modus nicht. Darum geht's ja. Universe wird auf Dauer halt wieder total langweilig, weil halt der Modus sich null entwickelt hat. Du kannst halt einen Wrestler da spielen, ja, aber das ist doch mega langweilig. Ich will halt so diese Sequenzen alle hier sehen. Universe kommt, wenn Universe kommt. So! Also nicht, dass ich dich jetzt losstellen wollte. Ich wollte halt nur so direkt hier jetzt so auf deine Antwort oder auf deinen Vorschlag eingehen. Wie gesagt, der Universe-Modus wird, glaube ich, wenn du den ganz normal spielst, nicht sein, wo du so einen vernünftigen Langzeitspaßfaktor hast. Außer so, wie wir das E-Verse natürlich machen. Wo wir unser eigenes Twitter haben. So. Wieso steht er denn schon? Komm her. Oha, nein, der trifft mich auch noch. Ich dachte, das wird reichen. Fail. Es geht genauso los wie eben. Okay, tschüss. Hallo. We need a table. Nein, das dauert wieder zu lang. Scheiße. Geh weg. Verdammt. Oha, er schmeißt mir einfach mal die voll drauf. Komm schon. Ich glaube, bei dir geht's gut. Ja, mit meinem Tisch hier. Komm her. Jetzt komm. Komm, ich tu dir auch nichts. Oh, Baseball Slide. Ah, sehr schön. Danke für nix, Keith Lee. Oh. Ich will einen neuen Tisch holen. Wir brauchen einen Tisch. Nein. Lass das. Ich dachte, der liegt da länger.
Oh krass, ihr holt auch Sachen, ich bin begeistert. Ja, damit. Mein Hammer. Dann lassen wir es mal da liegen. Wieso steht denn der schon wieder auf, Mann? Ich hab dem gerade voll eine übergebraten mit so einem Hammer. Oh, sehr gut. Komm ich nicht vorbei, jetzt muss ich doch noch rübergehen. Nein! Wow, Alter. Verflixt. Ach komm, nein, das ist wieder diese das hatten wir schon in 2K20, wo man sich die Frage stellt, warum baut er denn jetzt den Tisch wieder ab? Was ist denn hier jetzt? Gut, sehr. Spare ich mir jetzt einmal Animation. Na, shit. Nein! Oh, wie lange das da stand. Und ich hab's nicht gecheckt. Weil ich nach oben geguckt hab. Meine Leiter hier. Meine Leiter. Warum konnte ich das nicht drehen, Mann? Dunkle Mutti! Och nö! Man steht jedes Mal auf, sobald die aufs Seil gehen. Das ist so dumm. Ja, natürlich! Spring doch bis zum Eingang! Ist klar! Weil er steht halt auch direkt wieder auf, ey. Dieses No-Selling. Ey, das ist mein Kendo-Stick. Okay, das sah cool aus. Das muss man denen lassen. Das ist nice, dass sie da jetzt so drüber fallen können. Bleib da liegen, Mann! Wie kann man den denn da hinlegen? Dann halt so, aber ich wollte ihn eigentlich da drauflegen. Das Blöde ist natürlich jetzt, ich habe gar nichts, ey. Ich habe keinen. Ich bin weit weg vom Signature, ich bin weit weg vom Finisher. Hallo, geh doch mal unten hin. Wird gekontert, oder? Oh, wird er nicht. War leider abzusehen. Nein! Oh, wir haben gekontert. Ich bin begeistert. Junge, du sollst den Tisch da nehmen. Oh,
Nimm den Tisch! Halt da liegen! Nein, lass das! Wo habe ich denn jetzt auch immer wieder den achso, wahrscheinlich wegen dem Kontern. Jo, komm her. Oh, den hast du aber zerbrezelt, ey. Wieso steht er schon wieder auf? Okay, den haben wir ihn abgenommen. Oh, der könnte durchgehen. Nein! Er ist zu fett. Oh, haben wir ihn abgenommen. Zwei Finisher. Das gibt's doch nicht. Lass das. Also die KI ist schon teilweise besser geworden. Das steht ja komplett außer Frage. Aber manch, also, dass man da einfach so aufsteht, nachdem man gerade eine Waffe kassiert hat, das ist so Schwachsinn. Aber Hauptsache, ich bleib nach dem Chop eine Stunde liegen. Zurück mit dir. Boom. Kann man noch verkeilen? Nee, geht nicht mehr. Hä, was war das denn? Warum? Das ist so unlogisch. Warum? Wie er schon wieder dieses No-Selling macht, er ist, triggert mich so hart. Und schon wieder. Oh nein, er hat Finisher und Signature. Nein! Steht er jetzt schon wieder auf, oder was? Oh, den Tisch dahin, los jetzt. Einen wichtigen Termin, ey. Oh, wir haben es gekontert. Yippie, ich bin begeistert. Endlich geht er mal durch. Das könnte... Ah, nee, ich glaube nicht, dass das war. Oh, es war's, okay. Eieiei, was für Schlacht. Komm mal einen cooleren Tischfinisher. Wobei Signature dadurch ist eigentlich auch schon legit. Also, dann sollten wir die Storyline gegen Keith Lee für uns entschieden haben. Also, cooles Match, aber wie gesagt, wenn du eine Waffe einsetzt und der Gegner steht dann direkt wieder auf, jetzt wäre das der Undertaker. So, Story abgeschlossen, Keith Limited Lee. Dann gucken wir uns noch die Social-Media-Beiträge dazu an.
So, was jetzt, Keith Lee? Verabschiedest du dich persönlich von NXT oder schickst du Real King Regal einfach eine E-Mail? Es braucht mehr als ein schlechtes Match, um mich loszuwerden. Du redest von meinen 3 gescheiterten WWE-Probe-Matches. Ich rede lieber davon, wie ich 3-mal zurückgekommen bin. Wir sehen uns wieder. Ja, okay. Alles klar, Leute. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mal wieder fertig. Ein weiteres abgeschlossen. Wir haben noch eine Überraschungsaufgabe, die kommt wahrscheinlich dann, wenn wir wieder hier mit Mr. Regal quatschen. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich wieder dafür, dass ihr reingeschaut habt. Wenn euch das Ganze wieder gefallen hat, lasst ihr wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt mir wieder was Nettes in die Kommentare oder auch was Böses, wie ihr möchtet. Und erzählt euren Freunden von meinem Content. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr morgen um 12 Uhr wieder dabei seid. Dann kommt die nächste Folge WWE 2K22 My Rise. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es hier weitergeht. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, fürs Reinschalten, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sehen und hören uns dann morgen wieder. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.